wir letztens das Thema Ansaugbrücken hatten, habe ich mich dazu entschieden, direkt mit den Nockenwellen weiterzumachen. Denn auch da können wir uns aus dem großen Baukasten der XU-Motoren bedienen und kostengünstig Leistung generieren. Ich habe dazu drei Pärchen vorbereitet, also drei Pärchen an Nockenwellen. Die messen wir zusammen durch und klären gegebenenfalls die Unterschiede, was ist möglich, was ist nicht möglich, und gucken am Ende, ob das dann auch Leistung bringt. Natürlich wie immer für wenig Geld. Und damit geht's jetzt los. So, wie eben besprochen, liegen jetzt die Nockenwellen hier in Reihe und Glied, von links nach rechts sortiert, angefangen vom XU7 JP4, vom 1816V zum XU10 J4R und ganz rechts die XU10 J4 RS. Dazu die verschiedenen Nockenwellenräder. Denn auch bei den Nockenwellenrädern gab es verschiedene Ausführungen, je nach Baujahr. Damit befassen wir uns aber später. Erstmal ein paar grundsätzliche Sachen zu den Nockenwellen. Jetzt geht es erstmal darum, wie man die Nockenwellen grundsätzlich unterscheiden kann. Das ist beim XU7 und beim XU10 relativ einfach, da auf diesen Elementen, die jeweils an die Nockenwelle geschraubt sind, Nummern eingestanzt sind. Und das zieht sich wie folgt durch. Einlass XU7-1, Auslass 2, Einlass XU10-3, Auslass 4. Beim RS habe ich das bisher noch nicht gefunden, ist eventuell auch baujahrabhängig. Bei denen ist aber nichts eingeschlagen oder eingraviert, dass man sie auf Anhieb unterscheiden könnte anhand einer Zahl. Hier sehen wir das nochmal. Da steht jetzt zum Beispiel eine 2. Und das sagt uns, das ist eine Auslassnockenwelle des XU7 JP4. Diese Platten sollten im keinen Fall vertauscht werden, da sonst die Absteckpunkte, dieser hier, passend zum Zylinderkopf, dann nicht mehr passen. Und dann stehen die Wellen natürlich krumm und das wollen wir vermeiden. Also immer darauf achten, wenn ihr solche Nockenwellen erhaltet und die noch nicht demontiert waren, bitte so lassen. Auf keinen Fall untereinander tauschen. So, und die Besonderheit an dem System ist noch, dass wir dadurch die Möglichkeit haben, einerseits natürlich den Zahnriemen zu spannen, das zeige ich euch gleich anhand des Nockenwellenrades. Ihr könnt aber auch im Nachhinein die Nockenwelle leicht verdrehen. Ein paar Grad vor oder ein paar Grad zurück. So, dazu nehmen wir uns einfach mal die Einlassnockenwelle des XU7. Dann das passende Nockenwellenrad und guckt, dass ihr das Rad richtig verschraubt. Es passt auch nur in einer Variante. Also das könnt ihr unmöglich verdrehen, weil sonst die Schrauben nämlich nicht passen. So, und jetzt stellen wir uns mal vor, dass die Nockenwelle abgesteckt ist. Und zwar durch diese Öffnung im Zylinderkopf. Die Nockenwelle ist also starr. Könnt diesen Stift aber rausnehmen. Der Zahnriemen bleibt in der Stellung, ihr löst diese Schrauben und könnt dann die Nockenwelle verdrehen. Nicht viel, aber immerhin. Eigentlich dient dieses System der Spannung des Zahnriemens. Sprich, die Nockenwelle ist abgesteckt und der Zahnriemen kann dann gespannt werden, ohne dass die Nockenwelle ihre Stellung verändert. Aber eben, wir können das System auch nutzen, um die Nockenwelle ein bisschen zu verstellen. Das gilt nicht für diese Nockenwellen mit diesem Befestigungstyp oder mit diesem Nockenwellenrad. Da haben wir nicht die Möglichkeit, die Nockenwelle im Nachhinein zu verdrehen. Es sei denn, wir springen mit den Zähnen. Das wollen wir aber nicht. Dieses Nockenwellenrad ist dementsprechend fest fixiert und lässt sich lediglich ein bisschen hin und her drehen. Und da dient es tatsächlich nur der Spannung des Zahnriemens, aber nicht im Nachhinein, um die Nockenwelle zu verdrehen. Und das Ganze wird wie folgt zusammengesteckt. Nockenwelle, dann mit einer Kerbe versehen, das Nockenwellenrad. Und mehr gibt es hier nicht. An dieser Position wird abgesteckt, dann ist die Nockenwelle starr. Und dann habt ihr die Möglichkeit,
über das Nockenwellenrad den Zahnriemen zu spannen. Mehr ist da nicht möglich. Das System lässt sich aber umbauen, also sprich, diese Platten können auch auf dieser Nockenwelle verbaut werden. Was für uns natürlich noch den Vorteil bietet, dass wir den Hub im OT ein bisschen besser bestimmen können. Was man vorab schon sagen kann, ist, dass die Nockenwellenpaare vom 2 Liter 16V und auch vom 2 Liter 16V RS in den Zylinderkopf des XU7JP4 passen. Das könnt ihr euch ganz einfach ausmessen, indem ihr Maß nimmt an den verschiedenen Lagerpunkten, die im Übrigen von hinten nach vorne immer einen größeren Durchmesser haben. Das liegt daran, hier läuft das Nockenwellenrad und hier haben wir die meiste Belastung in den Lagerstellen und deswegen sind diese Lager nacheinander kleiner oder größer, je nachdem, wie rum man das sehen möchte. Um das zu kontrollieren, können wir, oder ich mache es immer so, ich suche mir einen Messpunkt aus. In dem Fall ist es die letzte Lagerstelle und messe die mit so einer Bügelmesslehre durch. Drüberlegen, stramm anziehen, ein bisschen Luft und dann können wir die einzelnen Lagerstellen durchmessen. Und die sind tatsächlich, egal welches Lager wir nehmen, alle gleich groß. Also sie haben alle dieselben Maße, auch wenn sie nicht gleich groß sind, so rum. Das sagt uns auf jeden Fall, dass diese Nockenwellen in die Kassetten des Zylinderkopfs reinpassen. Ohne Probleme. Aber die grundsätzliche Frage ist ja, warum sollten wir das tun? Bringt das überhaupt was, die Nockenwellenpaare zu tauschen? Da sich die Nockenwellen voneinander unterscheiden, angefangen beim Thema Hub im OT und weiterführend natürlich der gesamte Öffnungswinkel des Einlass- oder Auslassventils, also sprich, wie lange stehen die Ventile auf, wann machen sie zu? Und das werden wir jetzt einmal durchmessen, um festzustellen, ist tatsächlich ein Unterschied messbar zwischen den verschiedenen Nockenwellen. Und damit geht's jetzt los. Zuallererst wollen wir den Hub der Nockenwelle messen. Also den Maximalhub, wenn das Ventil komplett geöffnet ist. Und das machen wir, indem wir das Maß vom Nocken bis auf das Lager messen. Anschließend die Nockenwelle drehen und das Maß messen. Und dieses Maß minus dieses ergibt unseren Hub, unseren maximalen Hub des Ventils. Und das machen wir jetzt. Das ist die Nockenwelle vom 1816V, quasi die kleinste Nockenwelle. An der messen wir das jetzt einmal aus und dann geht es bei den anderen weiter. Dazu nehmen wir uns die Messlehre und nehmen den höchsten Punkt. Drücken dann auf 0, drehen die Nockenwelle einmal und messen die gegenüberliegende Seite am flachsten Punkt. Und dann haben wir auch schon den Maximalhub dieser Nockenwelle. Und dieser beträgt in dem Fall etwa 7,5 mm Maximalhub. Das war die Nockenwelle des 1.8ers und zwar die Einlassseite. Auslassseite brauchen wir nicht messen, ist identisch, sind Gleichbau-Nockenwellen. Gleiches Prozedere mit der Nockenwelle vom XU10J4R. Wir nehmen uns wieder die höchste Stelle und die niedrigste und ermitteln den Hub. In dem Fall beträgt unser Maximalhub knapp 9 mm. Das werden Messtoleranzen sein. Ich gehe mal davon aus, dass es 9 mm sein werden. Und auch dieses gilt für beide Nockenwellen, sowohl Einlass als auch Auslass. Die haben die gleichen Werte. Jetzt haben wir die Nockenwelle vom XU10J4RS und nehmen uns wieder den höchsten Punkt und gegenüber den niedrigsten. Und da kommen wir auf einen Wert von etwa 10 mm
Maximalhub. Beide Nockenwellenpaare oder das Nockenwellenpaar hat sowohl Einlass als auch Auslass den gleichen Hub. Stellen wir also fest, die Nockenwelle vom XU7JP4 hat 7,5 mm Hub, vom XU10JWR 9 mm Hub, DRS 10 mm Hub. Was noch entscheidend ist, ist ja nicht nur der Hub, sondern auch wann öffnet und schließen die jeweiligen Nockenwellen. Und angefangen links bei der XU7, das blende ich euch auch separat in einem Diagramm ein, haben wir die Einlasswelle, öffnet 7,3 Grad vor OT und schließt 23 Grad nach OT. Auslassseite öffnet 19 Grad vor OT und schließt 3 Grad nach OT. Dann die 2 Liter 16V oder XU10 J4R Nockenwelle. Einlassseite öffnet 7 Grad vor OT, schließt 37 Grad nach UT. Auslassseite öffnet 7 Grad vor OT und schließt 37 Grad nach UT. Also die beiden sind quasi identisch. Sowohl Einlass als auch Auslass die gleichen Werte. Die RS-Nockenwellen, Einlassseite öffnet 20 Grad vor OT und schließt 55 Grad nach UT. Auslassseite öffnet 60 Grad vor UT und 15 Grad nach OT. Das ist schon ein deutlicher Unterschied, weil man dann an der Gesamtgradzahl schon ermitteln kann, dass bei den beiden Pärchen doch deutlich mehr los ist wie bei den originalen Nockenwellen. Das macht dann einen Gesamtöffnungszeitraum in Grad. Einlass, Seite XU7, 230 Grad, 3. Auslassseite 202 Grad. XU10J4R hat einlassseitig eine Gesamtöffnungszeit von 225 Grad. Auslassseite identisch, auch 225 Grad. Und Einlassseite XU10J4RS hat eine Gesamtöffnungszeit einlassseitig 255 Grad und auslassseitig auch 255 Grad. Das Paar vom 2 Liter 16V habe ich als erstes gekauft oder zuerst gekauft, kam ich günstig ran, habe diese dann auch ersetzt oder verbaut und da war der Unterschied wirklich schon gravierend. Im Gegensatz zu den originalen Serienwellen. Selbst mit dem Originalsteuergerät, was damals noch drin war, also das Steuergerät vom 1816V, kam mit diesen Nockenwellen super zurecht. Und das Fahrzeug oder der Motor vielmehr war schon nicht wiederzuerkennen. Deutlich mehr Leistung im unteren Drehzahlbereich, mehr Drehfreude nach oben hin. Und das Ganze fühlte sich ein wenig leichtfüßiger an. Also falls ihr die Möglichkeit habt und kommt an diese Nockenwellen ran vom 2 Liter 16V, ist absolute Empfehlung. Da für den ersten Step, nur um ein bisschen mehr Schwung in den Motor zu bekommen, besorgt euch diese Wellen. Absolute Empfehlung. Was ihr nicht machen müsst, oder ihr braucht theoretisch nur die Einlassseite wechseln, denn ich habe im Nachhinein noch die Auslassseite gewechselt. Und da gab es kaum einen Unterschied. Also ich möchte bald meinen, es war gar kein Unterschied. Aber einlassseitig, als die zuerst verbaut war, war das Auto war deutlich agiler und hat einfach richtig Spaß gemacht, damit zu fahren. Also schmeißt die hier raus, haut die weg oder legt sie euch beiseite und besorgt euch das Paar vom 2 Liter 16V. Bei der RS-Nockenwelle gibt es noch eins zu beachten oder zwei Sachen. Im Original war der ja im Sand ja nie verbaut. Das heißt, wir haben hinten eine Öffnung für eine Verschraubung der Unterdruckpumpe, die hier auch nochmal geschmiert wird, separat. Ich weiß noch nicht, ob ich diesen Punkt dicht setze oder ob ich das offen lasse. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das den Öldruck zum Abfallen bringen würde.
Also werde ich das wohl offen lassen. So, das ist die Lagerkassette, die Originale vom RS. Und da sehen wir das auch nochmal, dass an der Auslassseite hier eine Öffnung ist. Das hat der XU7 und XU10 nicht, jedenfalls nicht im Sandjahr. Und da wird dann dementsprechend die Unterdruckpumpe mit angeschraubt. Weiterer Unterschied ist, wenn wir die einmal drehen, wir haben hier noch Öffnungen, also speziell nur die eine. Hier sind Führungshülsen. Da der RS nämlich noch diese Ölleitung hat, die wird eingeklipst und versorgt oben die Nockenwellen, also speziell nur die Nocken, nochmal mit Öl. Die werde ich auf jeden Fall erstmal weglassen, weil ich ansonsten den ganzen Bock oder die Kassette tauschen müsste. Plus ich müsste mir was überlegen, wie ich den hinteren Teil vernünftig abdichte, weil uns ja hier die Planfläche fehlt. Und das dicht zu kriegen, ja, ich lasse das erstmal weg und werde ja sehen, ob die Nockenwellen gegebenenfalls trocken laufen. Das würde man ja schon hören. Ich kann es mir aber fast schon nicht vorstellen, weil wir auch nicht die Drehzahlen fahren, die der RS schafft. So, und wir werden also dementsprechend jetzt beide Nockenwellen einbauen, vernünftig einmessen. Dann gucken wir mal, was am Ende bei rauskommt. Aber dazu mehr im zweiten Teil. Die Daten zu den einzelnen Nockenwellen werde ich unten nochmal mit in die Beschreibung reinschreiben und nochmal jetzt einblenden anhand eines Kreisdiagramms, was ihr vorhin schon gesehen habt, oder einer 360-Grad-Scheibe. Vielleicht interessiert euch das und ihr könnt euch die Daten da rausschreiben oder selbst was zusammenrechnen. Ich blende das auf jeden Fall nochmal ein. Das kostet ja nichts. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. I'm gonna go get some more.